Da haben sich die Promis und Profis definitiv etwas einfallen lassen. Seit vergangenem Freitag heißt es endlich wieder Let's Dance. Die beliebte Tanzshow geht bereits in die 12. Runde und seit letzter Woche ist nun auch bekannt, welcher tanzwütige Kandidat mit welchem Profi trainiert. Wie in den Jahren zuvor ließen sich die Duos witzige Teamnamen einfallen und einige Kreationen sind auf keinen Fall von schlechten Eltern. Neben ausgiebigem Training stand in den vergangenen Tagen eine ganz persönliche Challenge an, die Suche nach einem geeigneten Teamnamen. Während einige Teilnehmer dafür auf die Hilfe ihrer Community setzten, war sich besonders ein Team schnell einig. Thomas Rath und Coach Katrin Menzinger, 30, entschieden sich für Team Karat. Auf Instagram hielt die Tänzerin zudem fest, es sollte einfach so sein. Aber auch die Konkurrenz ließ sich nicht lumpen und wurde bei der Namensfindung besonders kreativ. Ekaterina Leonova, 31, und Parkettpartner Pascal Hens, 38, hören nun auf den Namen Pronkart, die Mini-Dances, und damit spielen sie nicht nur auf die Größe des Handballers an, sondern vor allem auch auf seinen Spitznamen Pong. Ella Endlich, 34, und Valentin Lusin, 32, setzen auf Fang Ella, Jan Hartmann, 38, und Renata Lusin, 31, nennen sich Team Janata, Kerstin Ott, 37, und Regina Luca, 30, hören auf Team Lückhut und Team Muttenrollstand von Sabrina Mockenhaupt, 38, und Erich Klein, 31. Team VWVS Bonfleck sind, wie sollte es anders sein, Sivon Endönli, Evelyn Bodetli, 30, und Yevgeny Vinokurov. Die anderen Promis machen es hingegen noch etwas spannend und gaben ihre Namen noch nicht bekannt.